Willkommen zu Ihrem Sternenführer Astrophonie. Hallo an alle mit Sternzeichen Wassermann und Aszendent Wassermann. Willkommen zu Ihrem Horoskop für den 30. März bis 5. April. Liebe Wassermänner, wir befinden uns in einer äußerst glücklichen und lebhaften Woche des Jahres. In dieser Woche wird eine Mondfinsternis entstehen. Wichtige Planetenpositionen werden am Himmel zu beobachten sein. Die Planeten werden ihre Zeichen wechseln. Erläutern wir mal kurz, wie sie all dies beeinflussen wird. Merkur wird am 31. in das Zeichen Widder übergehen. Das Fortschreiten unseres Planeten der Kommunikation Merkur im Zeichen Widder wird vor allem ihre geistige Kapazität und ihre Kommunikationskraft bedeutend steigern. Bis zum 15. Mai könnten sie einigen Reisemöglichkeiten begegnen. Am 31. wird Mars in das Zeichen Stier übergehen und bis zum 12. Mai dort bleiben. Es wird in Ihrem Bereich des Zuhauses fortschreiten. In dieser Phase sollten Sie insbesondere auf Ihre Beziehungen zu Ihren Familienmitgliedern innerhalb Ihres Zuhauses etwas achten. Vielleicht könnten Sie etwas Energie in diese Themen investieren müssen. Einige Arbeiten könnten zu Hause auf Sie warten, die Sie erledigen müssen. Darüber hinaus könnten auch Unfälle und Ungeschicklichkeiten im Haushalt passieren. Von Zeit zu Zeit sollten Sie insbesondere die intensiven Wechselwirkungen vom Mars beobachten. Das Dreieck von Sonne und Jupiter an den ersten Tagen dieser Woche wird eines der effektivsten Positionen sein. Es ist eine Position, das uns alle zum Positiven beeinflussen wird. Da Sie jedoch ein Zeichen der Luftgruppe sind, meine lieben Wassermänner, wird es für Sie noch nützlicher sein. Das Dreieck zwischen dem im Zeichen Löwe fortschreitenden Jupiter und der im Zeichen Widder fortschreitenden Sonne wird Ihnen viel Glück in geschäftlichen Partnerschaften und Kooperationen bringen. Auch das Dreieck zwischen Merkur und Saturn wird Sie hinsichtlich Ihren Freunden, Ihrer sozialen Umgebung und der Kommunikation zu diesen sowie hinsichtlich Abmachungen und Verträgen unterstützen. Darüber hinaus könnten Sie auf eine schöne private Reise gehen oder ein gemeinsamer Urlaub mit Ihren Freunden könnte aktuell werden. Der Mond im Zeichen Waage wird am 4. die Vollmondphase erreicht haben. Dabei handelt es sich auch gleichzeitig um eine Mondfinsternis. Deshalb werden dessen Wirkungen viel intensiver sein und in den nächsten 3 bis 4 Monaten in unserem Leben deutlich zu spüren sein. Es wird ein positiver Vollmond im 9. Haus sein und da Sie ein Luftzeichen sind, wird es äußerst wichtige Auswirkungen auf Sie haben. Insbesondere falls Sie einige Ziele oder Wünsche bezüglich dem Ausland haben, wie beispielsweise eine Ausbildung, wirtschaftliche Ziele oder einfach nur Reisen, könnten Sie diese mit den Auswirkungen der Finsternis viel schneller erreichen. Auch hinsichtlich juristischen und rechtlichen Themen könnten einige Entwicklungen oder Resultate entstehen, meine lieben Wassermänner. So viel zu Ihrem Horoskop für diese Woche, meine lieben Wassermänner. In diesem Sinne möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Woche.